Ihr habt es gewollt. Ihr wolltet ein Interview. Heute mit Kian. Ja, ihr wolltet ein Interview, um genau zu sein, hatte ich mal gefragt, wollt ihr Teammember interviewt haben? Und ihr habt ja gesagt, ihr habt Fragen gestellt und die beantworten wir jetzt einmal. Und wir begrüßen zu Beginn jetzt erstmal hier Kian. Moin. Moin. Und ja, wir fangen, glaube ich, einfach mal mit der ersten Frage an. Und zwar, wann hast du zum ersten Mal Yu-Gi-Oh! Gespielt? Fragt McDonald. Boah, also richtig zum ersten Mal? Ja, warum? So, Schulhof. Schulhof? Zweite Klasse oder so. Ja, schon Jahre her. Okay. Also, keine Ahnung, locker schon 12 Jahre her oder so. Okay. Goldcookie fragt, wie lange spielst du schon? Ich glaube, wir beziehen uns hier mal auf den Aspekt des professionellen Spielens beziehungsweise halt auf Turnieren etc. Okay. Seit 2016 spiele ich. Also, okay. nicht competitive, aber spiele ich regelmäßig Yu-Gi-Oh! Seit 2016. Matze oder Matzab fragt, welche Bereiche und welche Facette am TCG im Allgemeinen gefällt dir am besten? Also ich finde es am coolsten, dass man so viele Freunde überall hat und dass man halt sich halt so trifft auf Events und dann kommt das einen so ein bisschen rüber wie so eine kleine Familie, die sich jedes Mal trifft und man gaggt zusammen rum. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten gefällt. Sonic fragt, was ist dein Lieblingsdeck bzw. Karte? Lieblingskarte Wasserdrache? Also, weil ich den halt früher, als ich ein Kind war, nicht mehr holen konnte, so, weil der war selten und teuer und ganz, ganz schlimm, aber ich fand den halt super cool. Ja, Lieblingsdeck? Boah. Ich würde sagen, Draco Zoo war mein Lieblingsdeck. Weil das so, das habe ich so irgendwie selber gebaut am Ende mit so ein paar Freunden. Und das war das erste Deck, mit dem ich so ein bisschen Erfolg hatte. Aber es war auch richtig cool, du konntest so ganz viel machen. Du konntest so ein bisschen Controlly spielen mit Draco-Karten, konntest so richtig explodieren, konntest so voll schnell OTK'en, du konntest einfach so chillen. Das war das coolste Deck. Also das könnte ich, glaube ich, so jeden Tag spielen eigentlich, für den Rest meines Lebens. Deswegen, ja, Draco so wahrscheinlich. Ich glaube, da sind nicht alle der Meinung, aber... ja. Ja, ist okay. Ihr könnt ja mal in Kommentare schreiben, was ist euer Lieblingsdeck hier. An dieser Stelle. Goldcookie schreibt, wie bist du zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Ich meine, du hast ja gesagt, dass du auf dem Schulhof gespielt hast schon, aber wie bist du dann in die Turnierszene gekommen, beziehungsweise allgemein zu Yu-Gi-Oh! Also es war so, dass irgendwie zwei sehr, sehr gute Freunde von mir damals das Spiel halt random angefangen haben, weil die waren im Kino und irgendein Typ ist auf die zugerannt und hat denen so einen Ordner in die Hand gedrückt und gemeint, hier, nimmt das und ist dann weggerannt, so. Was? Ja. Waren da auch seltene Karten drin? Ja, war halt so Draco-Sack und so drin. Das ist auch nicht. Und die kam halt so an, meint so, Kian, so ein Typ, ist halt, irgendwie hat uns einen Ordner zugeworfen, haben wir diese Story erzählt. Wir haben halt auch schon so gedacht, ja, okay, der muss das Teil ja geklaut haben. Und dann sind sie halt ins Fantasy Inn gegangen, also bei uns halt im Local. Haben so sich erkundigt, aber keiner kannte die Karten, wusste von den Karten. Also haben die halt die Karten behalten. Und hat angefangen so Yugi zu spielen und irgendwann meinten sie, ja, Kian spielt auch und ich habe so gedacht, was ist denn mit euch falsch? So. Und irgendwann haben die halt so lange vor mir gespielt, bis ich halt mir gedacht habe, okay, ich mache ich halt mit. Dann habe ich halt mitgemacht und dann haben wir einen anderen guten Freund kennengelernt. Der hat an mir halt einfach ein Deck geliehen. Also er hat zuerst mir Blackwing geliehen und dann Mermail und meinte so, ja, hier, spiel mal ein bisschen Yugi, ich leite die ganzen Karten, ich leite das Deck und da haben wir so untereinander gespielt und irgendwann bin ich halt ins Local gegangen. Ja, und von da aus hat es so angefangen. Irgendwann hat es mich nicht gecatcht, war richtig cool und dann habe ich so ganz kurz aufgehört, weil ich dachte, das Spiel wäre richtig teuer und ich kann es mir nicht mehr leisten. Es hat aber nur so eine Woche angehalten oder so oder vielleicht einen Monat. Hast dann Geldflow bekommen oder was? Nee, es war halt so, ja, boah, Schadol, ich habe mir das alles so geholt und es war richtig teuer und... Aber irgendwie, ich dachte, boah, Kian, das kannst du noch nicht bringen, du spielst das so. Ich habe halt so ein Turnier, habe ich Top 8 geschafft. Alle haben sich auch gefreut im Local so, weil ich war halt richtig schlecht anfangs. Also ich war wirklich grottig, ich war total scheiße. Ich war so, ich war so Trash-Can-Niveau. Ich habe halt so Sachen gemacht wie Lava Chain Effect. Ich habe so Dragoons gemit und wollte Dragoons Effect nutzen und so Scheiße. Und alles, what the fuck. Richtig, richtig bad. Nein, und irgendwann, genau, aber irgendwann habe ich, also was heißt irgendwann, ich habe dann so, als Shadow rauskam, irgendwie direkt das erste Turnier getoppt, irgendwie so ein Privatturnier, was war in Niedersachsen. Und dann habe ich kurz aufgehört, habe halt alles verkauft. Ich habe auch 3 Empty-Nisse verkauft, ne, das war richtig
bisschen dumm, aber egal. So, wenn ich darüber jetzt nachdenke, aber dann haben meine Freunde halt alle aufgehört. Dann haben sie aber danach wieder angefangen. Ich war richtig abgefuckt, weil ich alles verkauft habe. Und dann meinte ich so, wenn wir jetzt anfangen, dann höre ich nicht mehr auf. Und meinten die so, ja, ja, ja. Und dann habe ich angefangen, dann haben die wieder nach einer Woche aufgehört oder so. Und dann habe ich gesagt, nee, Alter, jetzt ist jetzt egal. Ich habe jetzt wieder mein Deck gekauft und jetzt mache ich jetzt kein Halt mehr und ich spiele das Spiel. Und dann habe ich halt weitergespielt, habe halt neue Leute kennengelernt, die im Local halt spielen. Ja, und von da aus habe ich halt seitdem nicht mehr aufgehört. Also ich habe es durchgezogen auf jeden Fall bis jetzt. Das ist auch auf jeden Fall lobenswert hier. Ebenfalls Goldcookie fragt, hättest du jemals gedacht, dass du in ein Team kommen würdest? Nee. Nee. Nee, auf keinen Fall. Nee? Wann? Na, also als ich das erste Mal im Team war, war ja Team Trend. Mhm. Und das war ein Haufen Freunde von mir, die ich kennengelernt habe über das Spiel. Und es war sehr, sehr zufällig, dass ich reingekommen bin, weil die waren halt irgendwann auf dem Turnier da. Ich dachte so, boah, die sind richtig cool, lustig. Ein anderer Freund von mir wollte in das Team. Dann haben die uns eingeladen zu ihrem Privatturnier. Wir sind hingefahren, haben gespielt. Da habe ich einfach gefragt. Und dann meinten sie so, ja, okay, kein Ding. Und dann bin ich reingegangen und so hat es angefangen. Irgendwann habe ich halt gedacht so, als Team Trend sich langsam so aufgelöst hat, so wo geht's hin, was willst du machen? Und ich dachte so, ja, welches Team könnte man machen? Mein Ziel war halt damals, also seien wir jetzt nicht böse, weil wir sind ja beide im gleichen Team und so, aber damals dachte ich so, CCG wäre das Nonplusultra für mich, da will ich hin. Und dann habe ich mich von OG aus so hochgearbeitet, habe halt so angefangen mit viel besseren Spielern als ich zu spielen. Ich wurde halt aufgenommen, weil die halt gesehen haben, er hat irgendwo Potenzial, irgendwo kann er was. Und Adrian hat mir damals geholfen, als ich noch in Team Trend war. Das erste Mal, dass ich getoppt habe, war die DM. Und da hat er mir halt geholfen und deswegen hat mich OG aufgenommen, weil die gemerkt haben, okay, wir können denen helfen. Und von OG aus war ich dann, also habe ich dann mein Ziel sozusagen erreicht, als ich CCG beigetreten bin. Aber es hat einfach nicht gepasst und ja, und dann hat, keine Ahnung, Kang mich so, weil wir, Kang und ich sind ja seit Team Trend in einem Team gewesen, abseits davon, dass ich einmal bei CCG war. Und Kang und ich sind halt extrem gute Freunde und er meinte dann zu mir, hey, komm ins Team, gib dem Team wirklich mal eine Chance. Und er meinte auch so, ich hab dich ein bisschen machen lassen, als du in CCG gehen wolltest. Aber also mach endlich so. Und ich war halt, ich bin halt rausgegangen aus CCG, ohne überhaupt einem Team zugestimmt zu haben, zu joinen oder so. Ich habe Kang erst drauf angesprochen und wir haben erst darüber geredet, nachdem ich draußen war. Ja, und so hat sich das eigentlich entwickelt. Also es war recht zufällig. Es war anfangs einfach nur Freunde so. Und ich glaube, das ist auch meistens so, wenn man als Anfänger oder so in einem Team beitritt, dann tritt man jetzt nicht direkt irgendwie einen der großen Teams bei, sondern eher so, man macht so seine Gruppe mit Freunden und manche haben dann so höhere Ziele als andere und dann kristallisiert sich das ein bisschen immer so heraus und ja. Das Coole bei Team Trend irgendwie war, alle waren competitive. Wir waren halt so eine Gruppe von Memern, aber wir haben auch richtig gut gerissen. So. Also, wenn man jetzt so die Erfolge von den einzelnen Leuten aus Team Trend so sieht, dann sind wir echt krass gewesen. So. Jonas war Finale mehrmals, mehrere weiß ich jetzt, ob durch Jonas, Leo, sein Win, Kang, ich. So vor allem im Grunde hat auch jeder aus dem Team damals getoppt. So. Also, ja. Und ich würde es auch, glaube ich, jedem raten, so der irgendwie Bock hat, Teams beizutreten oder so, dass man erst so ein Team mit seinen Freunden macht. Einfach so die Dynamik da so erstmal so ein bisschen so sieht und guckt. Delta fragt, warum bist du so viel besser als andere normale Spieler und welche Fähigkeiten muss man eventuell auch haben, um gut spielen zu können? Besser als andere Spieler? Also ich gehe jetzt mal... Okay, also das hat einfach was mit Üben zu tun, glaube ich. Viel spielen und viel üben. Viele Decks, vor allem verschiedene Decks spielen, alle beherrschen, so gut es geht. Game-Sets wissen, Game-Knowledge an sich, so. Man muss nicht der Beste in Rulings sein. Ich bin auch nicht der Beste in Rulings. Ich lasse mir da sehr von meinem Team helfen, wenn es darum geht, aber Game-Knowledge an sich, so, indem man viel, viel, viel spielt. Also, ohne viel spielen kommt man da nicht hin. Ich habe auch echt extrem viel gespielt. Also, bis ich irgendwann mal Locals gewonnen habe und dann irgendwann mal Turniere getoppt habe, ist halt auch schon echt eine krasse Zeit vergangen. Aber irgendwann hat es angefangen und dann ging's so. Das ist erstmal dahin kommen. Und Fähigkeiten, ich weiß gar nicht so. Ah ja, ruhig bleiben im Spiel, ruhig bleiben im Game, immer calm. Also wirklich sich nicht aus der Konzentration bringen lassen und versuchen, schnell eine Lösung zu finden für ein gewisses Problem im Game. Das, denke ich mal, ist so eine Fähigkeit. Ja, und wie du schon sagst, ist halt Spielwissen allgemein.
Big Ben fragt, wie lange brauchst du, um ein komplett neues Deck für ein Turnier zu beherrschen bzw. zu können? Kommt aufs Deck an. Also, Combo-Decks kannst du meistens so... Also, okay. Wird kurz eine längere Antwort. Kein Problem. Combo-Decks, es gibt immer so ein paar Aspekte. Zuerst musst du, also ich unterteile mal Combo und Control. Bei Combo ist so, du lernst erst One-Card, dann Two-Card-Combos, dann lernst du den Weg bis zu einem bestimmten Bereich einer Combo. Dann musst du sehen, wie die Varianz zwischen den einzelnen Karten bis zu dem Weg zur Combo ist. Und sobald du das hast, kannst du First Turn spielen. Dann musst du anfangen, durch Handtraps spielen zu lernen. Und dann musst du anfangen, Go Second mit dem Combo-Deck zu spielen. Bei Go Second ist es viel, viel schwieriger als Go First. Und das dauert meiner Meinung nach extrem lange. Also ich bräuchte dafür locker 2 Wochen oder so. Weil ich halt mit Combo-Decks, also das ist halt bei mir ganz, ganz schwierig, weil ich halt mir das Go Second-Spielen richtig hart rein beibringen muss. Weil es kommt dann auch an, ist es Combo Mirror, ist es Control, wie spielst du gegen Control, das ist ganz, ganz schwierig. Also schon so 2 Wochen und dann halt intensiv. Control finde ich einfacher, aber so im Aspekt von, weil du halt reaktiv spielst, weißt du durch Game Knowledge meistens, wie du interagieren musst. Deswegen ist ein Control-Deck perfekt zu beherrschen, relativ einfach. Ich würde halt auch so intensives Spielen 1 Woche geben. Und bis du halt irgendwann alle Karten wirklich vom Text aus beherrscht und dann weißt, wenn dann die halt die Matchups weißt, wie man sidet und so weiter. Ja. Enthrone fragt, wie lange brauchst du allgemein für ein Turnier als Vorbereitungszeit? Also, wie lange bereitest du dich vor und ist es ein Unterschied zu einem Tagesevent oder zu einer YCS? Also, Locals bereite ich mich gar nicht vor. Regios ist mehr so Testing Ground. Ich spiele da mehr auf DW mit den Decks und dann weiß ich, okay, ich kann das Deck einfach mitnehmen. Also vielleicht mal so einen Tag oder so. Und YCS ist dann schon so Wochending. Also nicht, vielleicht 2 Wochen. Also es kommt halt immer auf die YCS an, wie weit sie entfernt ist, wie das Format ist, wann die Bundlist gedroppt wird, wann du weißt, dass eine Bundlist kommen könnte. Sowas in der Art. Aber ich würde mal sagen, generell so 2 bis 3 Wochen. Je nachdem. Ja, und bei dir ist ja nach dem Turnier ist vor dem Turnier, ne? Ja, das auch zum Beispiel. Also, wenn du halt von der Regio kommst und halt nicht gewonnen hast, oder zumindest nicht getoppt hast, würde ich sagen, dann muss man sich fragen, wo die Fehler waren. Was war das Deck falsch? War die Text falsch? War der Bild schlecht? War die Side-Deck-Karten schlecht? Hat man Meta falsch gecallt? Sowas in der Art. Und dann setze ich mich meistens wieder auf DB hin oder so und zock halt mit dem Deck, verbessere es halt. Vielleicht nehme ich es dann zur Locals mit, wenn ich kann, oder zur nächsten Region und gucke halt da. Und bei einer YCS ist es halt genauso. Ich gucke mir nach einer YCS immer die Matches alle an, die Feature-Matches, gucke mir den Breakdown an und dann spiele ich irgendwie coole Decks, die auf der YCS getoppt haben und versuche nachzuvollziehen, warum das eine Deck getoppt hat, zum Beispiel. Hin und wieder ist es ja auch meistens nicht der Spieler, sondern das Deck, was getoppt hat, weil es halt so Underdog war, weißt du? Wie die Rocket zum Beispiel. Also an sich gibt es halt kein Ende bei Turniervorbereitung, weil danach zockt man halt weiter. Matza fragt, verfolgst du deutsche YouTuber? Und wenn ja, wen und warum? Ich gucke eigentlich fast keine YouTuber. Sehr wenige, die mir gefallen. Hin und wieder gucke ich deine Videos. Aber so richtig verfolgen eigentlich nicht. Ich finde, die meisten deutschen YouTuber sind halt, machen so, keine Ahnung, keinen guten Content oder eher so, einfach nicht so originellen Content, nichts Neues, immer das Gleiche. Und ja, ich finde auch YouTuber sind so meistens ganz schlimm, wenn es darum geht, so, eine Komma wurde gefunden und der erste YouTuber, der das in die Finger bekommt, postet es direkt und dann denkt man sich so, Alter, nein. So, jetzt weiß jeder Bescheid. So. So in der Art, aber ich gucke an sich keine. Ich gucke halt hin und wieder mal amerikanische YouTuber. Die machen so ganz coolen, also qualitativ sind sie ein bisschen cooler drauf. So Nimnim zum Beispiel. Hin und wieder gucke ich so einfach so Rulings von MSTTV, weil ich halt Ruling technisch gesehen Trashcan bin. Zumindest für neue Rulings. Und ansonsten fällt mir keiner aus dem Stegreif ein, den ich so gucke.
Ja, das waren dann soweit erstmal die Fragen hier. Möchtest du vielleicht jemanden grüßen? Der Klassikerspruch zum Schluss. Oder möchtest du irgendwas sagen? Shoutouts an Dragon's Playground. Ansonsten danke für eure Fragen. Und ich grüße alle von Team Trend. Das schneide ich raus. Fuck. Nein! Okay. Ja, Kian, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wen ihr als nächstes haben wollt. Als, ja, ein Teil Interview hier. Wen können wir noch interviewen? Schreibt mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's von uns dieses Mal. Und bis bald.